Mario Odyssey! Hallo, willkommen zum 11. Part von Super Mario Odyssey Story EP. Das Glas ist halb leer. Ja, wir sind im Seeland und machen gerade die Quest. Das Glas ist halb leer, das haben wir schon geschaut eigentlich. Wir müssen eben zu verschiedenen Punkten auf der Karte reisen, um Sachen zu erledigen, genau. Damit wir, am Ende diesen Tintenfisch mit dem, also diesen Tintenfisch mit der Mütze ab, mit den Trockenabbahnen eben, um ihn zu besiegen, weil er das köstliche Dingens schlürft. Ich wollte mir den Mond an da drin schnappen, aber es ist zu gefährlich und mich leider zu viel. Und ich bin leider viel zu langsam. Ist das die Aufgabe, den Mond einfach holen? Oder so aus, weil hier ist nichts, oder? Muss ja was sein, hier ist doch was faul. Da ist doch nicht umsonst sowas da, oder? Brauchen wir einen Tintenfisch, um hier reinzukommen. Wo waren die bloß, ist die Frage eben, die Tintenfische? Ich bin ein Idiot in diesem Spiel. Ich schneide mal, bis ich diesen blöden Tintenfisch gefunden habe. Ich habe jetzt einen und dann fahren wir mal los. Yahoo!
Das Siege in der Schlucht. Gut. Hab dir ein weiterer Mund geholt und ein weiterer Korken knallt auf den Oktopus, also auf den, ja, Krake oder Oktopus, was es immer auch sein soll. Genauso noch zwei Fontänen. Wo ist der nächste, wo ist das nächste Kreuzchen? Die Karte. Es sind noch hier und hier. Aber man mehr reklamieren kann mich, glaube ich, nicht im Spiel. Als jetzt schon. Genau, und ich rase natürlich komplett vorbei an den Scheißnoten. Schon, ich schaff's einfach nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich immer falsch stehe. Ich krieg das einfach nicht hin mit dieser Laufblume. Wir müssen uns ganz gerade hinstellen. Da müsste Mario eigentlich von selbst hinlaufen. Oder auch nicht. Der Typ kann einfach nichts. Wie soll denn das genau funktionieren, ne? Der eine des Leuchtturms wendet sich etwas weiter in diese Richtung. Aber hier ist doch noch was drin, genau. Bin ich eigentlich komplett dumm in diesem Spiel? Würde mich kommen es mir schon so vor, ehrlich, Mann. Weil ich mich von jedem Dulli treffen lasse. Hilfe, nicht schon wieder sterben. Nein. Der Tunnel ist nicht gerade kurz. Nun ein Fisch hat den langen Atem. Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Ja, das hat am besten mit einem Fisch oder was. Aber wie bekomme ich einen Fisch ran? Wir müssten hier in der Nähe rumschwimmen, glaube ich, oder? Komm schon, Fischi, Fischi, wo seid ihr denn, Cheep Cheeps? Ah, da hinten ist eh einer, genau. Dann komm, Mario, schneller, schneller, schneller. Ich möchte nicht unbedingt zur Wasserblase hinschwimmen, nur weil du Typ nicht schwimmen kannst. Das Problem ist bloß, als Fisch können wir eben nur ganz kurz an der Wasseroberfläche bleiben. Nein, stirb nicht, komm da rein, los. Yes. Genau, nur mit einem Cheep-Trick kommen damit noch nicht rein, nämlich mit einem Cheep-Cheep. Obwohl ich jetzt selber kein Cheep-Cheep mehr bin, sondern eben unter Wassertunnel zum Leuchtturm. Nicht irgendwie angreife mit dem Fisch eigentlich. War ich nicht gerade eigentlich bei der Fisch oder ist der Fisch rein nicht wehrlos? Es ist der Fisch total wehrlos eigentlich, frage mich eben gerade. Ich konnte mich aber daran eigentlich erinnern, dass der Cheep Cheep irgendwas angreifen konnte. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Oh nein, die Fische. Aber da ist doch was, oder? Nein, da ist nichts. Geh weg da, du Honk. Oh nein, die Fische. Nein, weg hier, weg hier, weg hier, ich sehe nichts mehr. Ja, dann sind Aale keine Fische, ja, ich weiß schon, Aale. Die mich alle fressen wollen oder was? Da ist bestimmt auch was drin, aber ich glaube, ich lasse es lieber sein. Hier ist nur, es sind doch drei Münzen, genau. Sonst hier ist hier nichts, genau. Es geht nur nach oben zu dem Leuchtturmtunnel. Und hier ist auch nichts, oder? Nein, okay, dann los.
Das Siegel des Leuchtturms. Jetzt fehlt nur noch ein einziger. Warte, habe ich nicht echt? Habe ich schon ausgelöst. Jetzt fehlt nur noch eine Fontäne eben. Natürlich wird der da oben immer wütender und wütender eben und wirft noch eine Fontäne. Lasst uns auch den letzten Korken ploppen. So, die letzte ist eben hier, genau. Der letzte ist irgendwo hier. Wir brauchen endlich die Monde, um das zu pflanzen, also ja. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Er macht doch nichts, bis wir das Polsken gemacht haben. Erst wenn wir das Hauptthema beendet haben, werden diese Würfel wichtig. Aber das mache ich eh nicht, weil diese Würfel eh unnötig sind und deswegen ja. Wenn das Wasser der vier Fontänen gemischt wird, dann steht das wertige Edelwasser. Die Legende besagt, dass jeder, der von diesem... Das habe ich schon gelesen. Was machst du? Der Knopf ist der Schlüssel, um unsere prächtige Fontänenbier zum Sprudeln zu bringen. Also muss ich da einfach nur rauf mit diesen Tintenfischen. Und wenn ich... Das war schon nach dem Kommen. Du stirbst, aber du stirbst. Das war schon nach Kommen. Das letzte Rätsel war das leichteste Rätsel von allen. Das Siegel der Steinsäule. Ja, das war das Siegel der Steinsäule und glaube ich, jetzt kommt der Bosskampf. Wegen diesen, keine Ahnung, Tintenfisch oder was ist das eigentlich? Tintenfisch, Krake, keine Ahnung. Ich habe nicht richtig erkannt zwischen Krake und Tintenfisch. Kann ich nie so wirklich sagen, welche Figur das eigentlich jetzt ein Tintenfisch oder ein Krake ist. Jetzt kommt es eben zum Bosskampf gegen Typen. Es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Okay, ja, bitte blamier uns nicht, Mario, bitte. Hilfe! Mann, du sollst doch einfach nur dieses... Mann, Mario, kannst du nicht einmal diese verdammte Kappe... dich hinschmeißen, du ähnlicher honkischer Typ, ehrlich, Mann. Müssen wir jetzt immer mit diesem Wasser abschießen eben und dann den Kopf erstmal frei machen, wenn der Typ nicht da und fliehen würde. Was mir als nervig ist. Jetzt komm doch her, Mann! Dieses Problem, wir haben eben fast keine Herzen mehr. Weil ich mich so dumm angestellt habe beim letzten Mal. Weil diese Tintenfische auch immer so schwer zu kriegen sind. Weil erst spritzen sie und dann... Und Mario einfach die verdammte Kappe nicht werfen will einfach. Und wo ist der Typ überhaupt hin jetzt, ehrlich, Mann? Hallo, wo bist denn du hin jetzt, du verdammter...
Der Bosskampf ist echt komisch. Der Typ haut einfach ab, oder was? Ich will es aber auch wirklich wissen, der Depp. Steckt sich dahinter einfach. Das kann der Typ auch nicht als davonlaufen. Das nervt einfach mega. Weil ich mit dem Tittenfisch und eben nicht so schnell vorankommen kann, weil der denn sich ins Wasser tauchen muss eben. Ach komm! Einfach komplett angesteppt in diesem Bosskampf. Eigentlich ist er gar nicht mal so schwer. Das Problem ist nur, er läuft da und eben weg eben. Dann mache ich es jetzt besser eben, mach es einfach dem Wasser auch. Obwohl mir das auch nicht viel bringt. Du nervst einfach nur. Ich hasse diesen Bosskampf, der ist so schwer, weil der Typ einfach nicht stehen bleibt, sondern einfach flieht und flieht. Und bei der Tittenfisch auch nicht gerade schnell ist. So, erstes Leben haben wir bestanden. Gut, Mann, oh Mann. Ist wieder eben erstmal der Feigling. Ist es nur ein Feigling eigentlich? Es ist ein riesengroßer Feigling. Ist anders. Alter. Hält sich wieder sowas auf. Der Bosskampf führt den ganzen Part natürlich aus, weil ich mich vollkommen blöd angestellt habe beim ersten Mal. Unten wäre auch jetzt gewesen. Der Bosskampf ist eben so nervig, weil der Typ nichts kann. Der kann eben überhaupt nichts. Außer weglaufen. Mann, ich kann das nicht mehr lang. Komm, das kann doch wohl kein Ernst sein. Ganz ehrlich, Mann, was ist das für ein scheiß blöder Bosskampf? Das war's aber auch schon, oder? Das war's doch auch schon, oder? Ja. Mann, das war's aber auch schon. Die Lusche kann einfach rein gar nichts. Das war wirklich der schlechteste Bosskampf, den wir jetzt hatten. Und auch der nervigste, weil dieser Boss nur fliehen kann. Der kann nur fliehen, irgendwelche Teilchen spucken, denkt mir so, ja, der Boss ist wirklich der schlechteste Boss im Spiel. Aber es ist generell das Problem einfach. Die Bosse sind einfach viel zu leicht und viel zu... Ja, der ist nervig, der Boss. Also die ersten Bosse sind einfach viel zu leicht. Und auch der Boss ist nervig eben. Und jetzt können wir im Grunde um den Stand das Landspiel verlassen, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe.
ist es ein famoser Sonnenuntergang und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Abosa scheint sich gar nicht mehr diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Wir können schwer gehen eigentlich, weil wir haben alle Monde, die wir brauchen. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Genau, auf ins nächste Land. Was ist denn das nächste Land eigentlich dann? Das nächste Land ist das... Auf ins Schlemmerland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davonlaufen. Auf ins Schlemmerland. Das ging viel zu schnell eigentlich. Der Boss ist auch viel zu leicht und auch viel zu schlecht, der Boss. Was macht der schon? Teilchen spucken und davonlaufen. Mehr macht er nicht. Nein, ich will den Gelaber nicht hören. Ja, die Moves kann ich eh alles schon. Darauf habe ich jetzt keine Lust, das vorzulesen. Es ist nur ein Story-IP und nichts weiter. Schlemmerland. Schmausspitze. Die Bruder als Vorkoster. Ach ja. Das Schlemmerland. Die Brodals sind da. Ja, ich weiß schon. Da brauchen wir mal wieder mehr Monde. Aber gut, hier gibt es auch deutlich mehr Monde und das ist auch viel besser als das vorherige, weil es sehr speziell ist. Weil es eben das Schlemmerland ist und das Schlemmerland, ja, muss man sagen, ist eben Essen. Essen ist das größtenteils eben, alles ist hier Essen. Die Soße ist gelb, glaube ich, irgendeine heiße Suppe. Die Gumbas tragen Kochtöpfe, ich trage Kochmützen, Mann, nicht Kochtöpfe. Die Tomaten leben und erzeugen, Lava und ich bin natürlich. Und ich, Idiot, natürlich springen wie ein Blödmann die Lava natürlich rein. Das Hauptelement dieses Dings sind dieses Land sind aber die, ja, diese, die Hotheads. Die Hotheads, genau, die in dieser gelben Lava, die in dieser niederen Lava herumspringen eben. Aber nur überleben, wenn man eben, ja. Ist hier irgendwas noch Wichtiges? Nein, glaube ich nicht. Wir müssten nur entlang gehen eben und nichts weiter. Nein, nicht in die Lava reingehen, Mario, du Idiot. Jetzt müssen wir auf diesem Maiskolben, wenn der Maiskolben sich nochmal drehen würde. Das Problem ist eben, dass ich hier nicht wirklich gut laufen kann auf diesem Mais. Ach was. Darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust mit diesem Platten. Ach ja. Oh Mann, bin ich eigentlich der größte Tölpel in diesen 3D-Spielen. Ich kann einfach die Entfernung nicht abschätzen. In diesen 3D-Spielen. Hat hier ist denn nicht auch irgendwo ein Hothead? Also was wir auf alle Fälle brauchen, ist der Hothead. Sonst sind wir aufgeschmissen. Problem im Hothead ist eben nur, der kann eben nur in Lava überleben. Sobald wir auf an irgendwas treffen, was... Ja, und wie soll ich mit den Gumbas hier hinkommen, ehrlich, Mann? Was stellt ihr euch jetzt eigentlich vor? Ach, kommt, muss ich das jetzt machen? Muss ich das unbedingt machen? Kann ich nicht einfach ohne den scheiß Gumba-Zeugs weitergehen? Jetzt wirklich diesen verdammten Alten... Hinter dem Säulenschatten verborgen. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, also hier ist diesen. Ja. Ein dummer Typ, ich hatte auch nichts Besseres verdient als diesem Spiel. Komme ich hier wirklich nicht ohne diese verdammte Gumba-Aufgabe weiter?
Doch, eigentlich schon. Oder bitte, bitte, bitte. Ich will jetzt nicht diese Gumba-Sache machen. Die ist zu unständig. Hier scheint ein Weg entlang zu führen. Es ist zwar schön gut, aber ich will eigentlich schon im Rodehals und nicht irgendwo einen Geheimweg finden. Hallo, ich will jetzt im Rodehals. Verdammt doch mal, wie kann man da eigentlich hin ohne diese Gumbas? Aber so wie es aussieht, muss ich das wirklich machen. Weil ohne die Gumbas komme ich, glaube ich, nicht auf die Häuser nicht drauf und auf die. Da muss ich da gar nicht rauf mit den Gumbas. Das geht doch auch zum Beispiel mit diesem Vieh, oder? Hä, ich kapiere das nicht. Kurz zurück zu Reusee. Das ist trotzdem nicht, was wir machen sollen hier. Also ich darf die Kumbas nicht töten, aber wie soll ich denn mit diesem Kumbaturm? Kumbaturm irgendwie hier hinkommen? Wie soll das bitte schon gehen, ha? Warte. Warte. Das müssen wir doch gar nicht, die Gumbas. Ach, ich bin doch so ein honkiger Honk. Das geht's doch. Das nicht mehr geht, oder? Noch dümmer kann man doch nicht sein als ich, oder? Also wirklich, wie dumm bin ich eigentlich? Oh. Aha, wir haben echt tonnenweise Schlemmer einen Topf für das Hochzeitessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Aha. Komm doch her. Gegen dich werde ich eh gleich und sterbe wieder gegen Ober. Weil ich eh nichts kann. Oh, mir muss noch irgendwo ein Herz sein. Ich bin doch fast tot. Ach, genau. Gib mir Herz. Von Herz für mich. Der Typ ist doch eh nicht schwer zu besiegen eigentlich. Den brauche ich mich eh nicht blamieren eigentlich. Der Typ ist doch so einfach zu besiegen. Obwohl, ich sollte ihn nicht zu leicht, aber trotzdem, der Typ kann eigentlich nichts. Der kann eh nichts. Weil er kann eh nichts halt spucken mit seinem Schlamm hier. Warten wir einfach ab, bis er gespuckt hat. Und da ist er eh eigentlich besiegt, genau. Oh Mann, ehrlich, ich bin sowas von. Ich weiß echt nicht mehr viel vom Spiel. Es ist nur ein Mond, es ist kein Dreier, es ist kein Triple Moon. Ach komm schon. Die Brote als Vorkoster. Das heißt doch sehr viele andere Monde sammeln. Oh Mann. Ach stimmt, es gibt doch einen Chefkoch. Aber wie soll ich zum Chefkoch raufkommen? Der ist doch viel zu schwer. Und dem Käsefelsen, das wäre das nächste. Ja gut. So, das war's mit dem 11. Part von Super Odyssey Story RP. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.